Sammelringe in der Luft nahe Reality Falls ein, ist ein neuer Woche 5 Auftrag und hierbei müssen wir auf jeden Fall ein paar Ringe einsammeln, insgesamt 5 Stück. Es gibt in Reality Falls 10 Stück, hier ist auch ganz kurz ein Bild eingeblendet, da sieht man die ganzen Ringe markiert und ich kann auch empfehlen, einfach mal in die Gruppenkeile zu gehen oder in einen Modus zu gehen, wo man bauen kann, denn dann ist das Ganze auf jeden Fall leichter und wir fangen jetzt an bei diesem großen Baum in Reality, denn hier gibt es gleich direkt den ersten Ring und zwar sieht man hier auch schon in der Luft, da ist der erste Ring, den holen wir uns direkt mal und rennen dann einfach mal den Baum hier hoch. Das ist eigentlich der leichteste Weg, denn hier oben gibt es direkt einen zweiten Ring, da sieht man ihn auch schon, hier ist der zweite Ring, am besten einmal bauen, damit man hier nicht runterfällt. So, den nehmen wir uns kurz und dann rennen wir wieder rein, denn hier oben gibt es gleich noch einen dritten Ring, rennen wir einfach geradeaus weiter, einmal hier entlang an dieser Seilrutsche und da sehen wir auch schon Ring Nummer 3. Holen wir uns auch kurz und hier unten sind ja die Pilze, kann man easy drauf springen. Da vorne sehen wir noch mal einen weiteren Ring, können wir uns auch kurz hochbauen. Zack, Gleiter am besten direkt aufmachen. Hier gibt es nämlich direkt einen fünften Ring bei diesem kleinen Wasserfall und dann sind wir auch schon fertig damit. Und ja, wie man sieht, relativ leichte Route. Es gibt sehr, sehr viele von den Ringen. Ich glaube, hier vorne bei diesem kleinen Wasserfall gibt es auch noch mal einen Ring. Allgemein, es gibt halt 10 Ringe hier in diesem Ort. Sieht man hier nochmal kurz auf diesem kleinen Bild. Also sollte man schon hinkriegen. Ich habe, wie gesagt, hier unten bei diesem Baum angefangen, habe mir den ersten Ring geholt, bin dann hochgerannt zu dieser kleinen Lücke. Da gibt es den zweiten, den dritten gibt es in der Nähe von dieser Seilrutsche und so weiter. Also es ist relativ easy, am besten halt in der Gruppenkeile machen oder im Solo-Modus mit bauen.